Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Genau. So, reinpacken. Dann das Zeug hier. Ah, verdammt, der Fisch. Ich schnell meine Spitzhacke holen und dann gehe ich in die Mine. Heute soll es ja Glück geben. Vielleicht finden wir ja viele Eisenerze oder Kupfererz. Liebe Eisenerz. Ah ja. Eine Spitzhacke holen. Kann ich jetzt mit der verbesserten Spitzhacke die großen... Nein! Was? Er hat schon zu. Oh no. Da müssen wir zu spät gewesen. Ja. Das Problem ist ja, du weißt es vielleicht, ich habe keine Spitzhacke. Ja, es ist eh 18 Uhr, so viel hättest du auch nicht mehr geschafft. Geh trotzdem in die Mine. Und kämpfe jetzt gegen Schleim. Machen? Ich brauche okay. Schleim. Ach so. Slim. Das gute, glibberige Slim. Gute rutschige Zeug. Ah ja, also zum Nachten gibt es ein Heilbutt zum Fangen. Verstehe. Ja. Gut für dich. Dein Heilbutt. Okay, was ist das? Das bin Fisch. Der bewegt sich wieder anders. Ja. Super Seegurke. Lol. Boah, die bringt 225 Energie. Ach, du Heilige. Okay. Deshalb ist sie ja die Super Seegurke. Halbe. Heil, Butt. Butt, Heil. Verdammt, ich muss schon Sachen wegwerfen. Okay. Ich gehe mal wieder nach Hause. Ein paar Sachen schmeiße ich dann mal in die Kiste rein zum Verkaufen. Ja, mach das. Na, die Iridiumfische werde ich definitiv erstmal behalten. Fürs nächste Mal aufkochen. Ja. Oh, da fliegt eine Eule über unser Ding drüber. Ist hier irgendwas Spezielles? Nee, fliegt auch schon drüber. Tschüss, Eule. Hier ist es richtig dunkel. Ich habe, glaube ich, kein Schleim gefunden. Wieder verlassen.
Machen wir 10. Also ich schätze es mal, dass wir ungefähr 700 Münzen bekommen. Durch das Zeug, was ich eingesammelt habe. Okay, ist das viel? Keine Ahnung, kommt drauf an. Wie man es halt sieht, ne? Ja. Ah, Slime. Und die lassen mal wieder kein Schleim tropfen. Oh, eine Zwergenschriftrolle. Welche Zwergenschriftrolle? Eins oder zwei? Ich glaube drei. Muss schnell schauen. Drei. Nee, vier sogar. Oh, okay. Weil die Zweier habe ich nämlich mal gefunden gehabt. Die haben wir schon im Ding. Komm nach Hause. Mach das. Aber ich schaff's nicht. Nicht rechtzeitig. Oder vielleicht doch, wenn ich gerade Glück habe. Du schaffst das. Glaube nicht. Direkt vor. Eieiei. 10 Minuten, you can do it. Nein, ich bin direkt reingekommen in meine Hütte. Ah, verdammt. Ja. Schade. Sammeln Stufe 4. Neues Herrschungssitz. Kohlebrennofen. Also 1927. Nicht schlecht. Und viele goldene Heilbutzen so. Warte, hast du alle Korallen so verkauft? Nein. Na gut. Nur die schlechte Qualität. Gut. Kannst du gerne mal in meine mittlere Kiste, oder? Nee, in die rechte Kiste mal reinschauen, was ich so wegen alles gefangen habe. Okay. Was ich noch nicht verkauft habe. So. Oh, es regnet. Hallo Enel, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen habe ich einen Durchbruch in meinem Forschung über die hiesige Flora und Fauna. Erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen, für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren, kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fruchtfledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Wollen wir Pilze oder Fledermäuse? Ich wüsste nicht, wo wir sonst Pilze herbekommen, aber ich wüsste auch nicht, wo wir Früchte. Ja doch, man kann, glaube ich, Bäume pflanzen. Aber sonst, puh. Natürlich. Machen wir Pilze. Früchte kann man aus Bäumen und so kriegen. Alles klar. Ich bereite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Kein Ding. So, wenigstens müssen wir nicht... Ah, du kannst abernten. Ja. So, Tomaten. Oh. So, jetzt gehe ich aber mal in die Mine wieder. Mal wieder ein wenig nach unten kommen. Ah, Inventar voll. Gut. Also gießen müssen wir im Moment nicht. So. Die Melonen sind nicht gewachsen.
Hast du Melonen gepflanzt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich nehme die goldene Melone. Ich nehme die goldene Melone, die neu bei dir war. Okay. Und bringe das direkt alles in den Dingsraum, wie heißt es? Bauernhof. Das ist ein anderer Teil. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Aber hey. Gemeinschaftsgebäude. Mein Gott, warum? Zentrum. Ja, Gemeindezentrum. Genau, genau, genau. Okay. Warum auf einmal mir das nicht in den Sinn kam? Dieses Wort habe ich hier vorhin mal so lange her, dass... Ja. Nicht allzu lange her habe ich hier es selbst verwendet. Hm. Ich habe die Winterwurzel gefunden. Brauchen wir die noch, eine Winterwurzel, oder haben wir die schon? Winterwurzel, ich glaube, die haben wir schon verwendet. Okay. Also diese Schleime im Winter Wonderland halten echt viele aus hier. Okay. Und Tomate und Blaubeeren. Ja. Sehr gut. Ja. Moment, sagtest du Winterwurzel? Winterwurzel, ja. Die brauchen wir. Ah, okay. So, darf ich jetzt hier endlich mal nach unten? Dankeschön. Oh, was ist da drin? Höhlenkarotte, die haben wir aber, glaube ich, schon. Ja, die haben wir. Gut. Oh Mann, ich darf mich wieder runtergraben. Das ist doch toll. Na gut. Ich muss sofort meine Spitzhacke abholen gehen. Oh ja. Ja. Dass du wieder ohne Spitzhacke rumlaufen musst. Dafür bin ich doch so nackt. Ja. Oh, what the... So, das sind wir gleich. Spitzhacke, ich komme. Gib mir nicht auf. Ah. Brauchen wir noch Fledermausflügel oder haben wir die schon? Die haben wir schon. Okay, schade. Das wäre ein guter Tag, um die Mine zu erkunden. Wer weiß, vielleicht findest du ein paar seltene Erze. So. So, Museum spenden. Die Schriftrolle. Oh, ich habe die gefrorene Geode gefunden. Gefrorene Geode. Brauchen wir die irgendwo? Ich glaube nicht.
Okay. Aber es ist eine Geode, das heißt, man kann die sicherlich Ja. aufbrechen irgendwie. Genau. Wieso halte ich das hier so viel aus? Schrecklich. Jetzt nach Hause ein paar Sachen in die Tonne werfen, in die Kissen werfen. Und dann gehe ich auch in die Mine. Das machst. Verdammt. Zwei Fledermäuse ist nervig. Jetzt aber. Ah, schon 18 Uhr. Mensch. Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. So, ich brauche wieder einen Weg nach unten. Wo ist der Weg nach unten? Stimmfruchtsaat? Moment, seit wann haben wir eine Stimmfruchtsaat? So, Stimmfruchtsaat gesät. Wächst das überhaupt im Sommer? Ja, das ist ja die Sommerfrucht. Ach so. Oder nicht? Weiß ich nicht. Ich vertraue jetzt einfach auf dich. Okay. Und haben wir Blaubeeren? Ich hoffe mal, wir haben Blaubeeren. Glaube nicht. Er hat schon zu, dann gehe ich halt morgen. Meine nächste Werkzeug verbessern. Ich will endlich den Gang nach unten haben. Dann wäre ich auf Stufe 50 endlich mal. Da muss doch irgendwas sehr Besonderes sein, ey. Ich habe auch nicht mehr viel Energie. Ja, ich komme in die Mine. Waffen kann man nicht verbessern. Dann würde ich die Spitzhacke, nicht die Spitzhacke, die Axt machen. Verbessern. Kannst du machen. Ey, ich bin schon im roten Bereich von der Energie und ich habe noch keinen Gang nach unten. Das sind wir bitte. Und ich habe auch kein Wasser, dass ich mir mal schnell einen Fisch angeln könnte. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, Schleim. Dass ich mich mal über Schleim freuen würde. Apropos Schleim. Ich habe hier auch noch einen Schleim bei mir. Und wenn man Monster killt, kann es sein, dass so eine Stufe nach unten erscheint. Ich hoffe jetzt einfach mal darauf. Komm schon, Schleim, bitte. Ach komm. Habe ich noch Wenn irgendwas hast zum du Essen? 99 Nein, habe ich nicht. Ach, ich habe auch nichts mehr zum Essen, außer diese Winterwurzel und die möchte ich jetzt nicht unbedingt essen. Also 99 Stein. Ich habe noch 8 Energie. Oh, come on. Und diesen Scheiß-Kristallen sind halt auch keine Stufe nach unten.
Oh, jetzt kommen aber noch mal ein paar Fledermäuse. Vielleicht komme ich noch auf Stufe 50 runter. Ja. Wenn du Glück hast. Wenn ich das Ganze überlebe, zumindest. Oh ja, ich hab's geschafft. Juhu! Sehr gut. Tundra-Stiefel habe ich bekommen. Das. Plus 2 Verteidigung und eine Immunität. Bisschen besser als meine Lederschuhe, na immerhin. Ja, immerhin. Hast du Schleimer gekriegt? Ja. Wie viele? Ich habe 5 Schleim. Es ist 0.30 Uhr, das soll jetzt auch langsam wieder rausgehen. Ja. Auf dem Weg nach Hause. Gut. Leim, ich habe auch 5 Leim. Ey, ey. Könnte wieder knapp werden. Ja. Bester hätte es noch rechtzeitig ins Bett geschafft. Aber ich glaube, ich schaffe es diesmal auch. Nein, Hund. Oh, ins Bett gehen. Nice. Gerade noch geschafft, der Hund war genau mittendrin. Boah, die Melonen bringen ja richtig Money. Ja, ja, ja. Heilige, okay, Melonen müssen wir mehr anbauen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, dafür brauchen die auch relativ lange. Ja. Boah, 4000 Münzen. Bevor ich es vergesse, Wetterbericht. Morgen wird den ganzen Tag klar und sonnig. Gut. Barsager sagt, schwer machen oder was? Die Geister sind unzufrieden, ja. Und dann Königin der Soßen. Pfannkuchen. Manchmal verliere ich mich in ausgefallenen, komplizierten Gerichte, aber es fühlt sich gut an, mal einen einfachen Pfannkuchen zu machen. Ich empfehle, die Menge Butter und Ahornsirup darüber zu geben. Das gelernt, Pfannkuchen, ja. Da, Melonen ernten. Ja, gut. Hey, Kleiner, meine Kehle ist heute trocken wie Wüstenknochen. Mich dürstet es nach etwas Hellem. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Okay, Auftrag angenommen, aber können wir überhaupt schon? Ich wüsste nicht wie. Ja. Ich weiß, vielleicht mit einem Fass und dann Weizen und Wasser rein oder sowas. Ja. Gehe ich jetzt aber davon raus, aber. Sonst. Gut. Er ist durstig. Da es im Moment regnet, müssen wir ja nicht gießen. Das ist schon mal gut. Ja, yep. Wie viel Schleim hast du? Ist in meiner Kiste drin. Ich glaube in der linken. 5 Schleim waren es. Ja. Auch 5, leider. Woher hast du das Qualitätsdünger? Habe ich einfach mal so bekommen. Ah, die gefrorene Geode brauchen wir doch in Community Center. Ja? Ja. Okay. Im Bündel Feldforschung. Okay. Okay. Moment. Das nehmen wir auch mit zum Aufmachen. Das geht drüber. Auch mit.
Das nehmen wir mit. Gut. Okay, Nahrungsmittel hast du abgegeben. Moment, haben wir hier einen Auftrag und. Ah, gestern hatte Alex Geburtstag, verdammt. Wir müssen öfter auf den Kalender schauen. Ja, tatsächlich. Das was ist drin? Eigentlich gut, wenn wir einen Kalender so bei uns hätten. Können wir es dann machen? Nicht, dass ich wüsste. Hm. So, zuerst einmal Geode öffnen. Mhm, sehr gut. Okay. Gut, dann nichts mehr. So, ich gehe wieder in die Mine und versuche weiter runterzukommen. Ich gehe auch gleich. Kupferaxt. Oder Kupfer. Ja, Kupferaxt. Ich fange gleich damit an. Oh ja, keine Axt in der Mine. Zumindest habe ich das Gefühl. Museum spenden. Ja, das ist gut. Hey Penny, die Regentropfen sind auf dem Metalldach unseres Wohnwagens wirklich laut. Okay. Dann ab in die Mine. Ich glaube, hier was das nächste Erz ist, was man hier bekommen kann. Iridium? Oder Gold? Hast du Gold? Nee, oh, der Zwergenschrift wurde 3 bekommen. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Nein, wir haben die 1, 2 und 4. Na dann. So. Kristallfrucht und gefrorene Träne. Ich glaube, die gefrorene Träne dürfen wir schon haben. Oder Kristallfrucht? Ist mir neu. Kristallfrucht klingt gut. Und die gefrorene Träne ist auch gut. Die müssen wir auch im Community Center abgeben. Ach so, na dann. Und eine gefrorene Geode. Hast du die schon abgegeben? Nee. Habe ich vorhin erst erfahren, dass wir noch eine brauchen. Okay. Komm schon, Fledermaus. Mache mir eine Treppe nach unten. Bitte, bitte, ja? Verdammt. Ach, ich will jetzt nicht wieder meine ganze Energie verschwenden, nur um einen Gang nach unten zu bekommen. Ah, okay. Ein Stein zerstört und dann ist es. Was ist das? Ach, das war Kupfererz. Oh, das sieht hier gerade aus wie so ein Höhlendurchgang. Aber man kann nicht durchgehen. Ha. Okay. Interessant. Und ja, mit der Kupferdings kann man größere Steine kaputt machen. Ah ja. Ja. Also diese 4x4. Hm. 2x2 meine ich. Oh, was ist denn hier passiert? Hier sind 2 Treppen und hier ist ein Rucksack, wo Kohle drin ist. Soll ich die linke oder die rechte Treppe nehmen? Was meinst du? Das macht keinen Unterschied. Hm, nur die rechte. Oh, hier ist ein Geist. Und hier sind sehr viele Gegner. Ja.
baue ich jetzt direkt wieder eine Treppe nach unten. Aber hier ist ein Topaz, den ich mitnehmen möchte. Gibt es hier noch andere Sachen, die man direkt mitnehmen kann? Oder in unseren Kisten? Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Naja, ich habe Jade bekommen. Ja, Jade habe ich, glaube ich, schon abgegeben. Beim Gustav heißt er? Oder Winter? Ich lasse mich hier gerade die ganze Zeit treffen. Das ist schlecht. So, Geist, verzieh dich. Topaz. Okay, wie viel hält dieser Geist aus? Sind wir schon wieder bei 30 Minuten? Mir hält dieser Geist gerade einfach zu viel aus. Da will ich tot gehen. Ich gehe jetzt einfach weiter. So, eins nach unten. Und da ist der nächste Geist. Habe ich jetzt richtig viel Eisenerz. Sehr gut. Ich glaube, ich mache den Geist auch immer weniger Schaden, je öfter ich den treffe. Und den einen habe ich vorhin noch einen Schaden gemacht, und den mache ich jetzt wieder 3, 4, 8. Vielleicht sind die einfach unbesiegbar oder so. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall sehr lange, bis man die töten kann dann. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass man die so weit wegschleudern kann, wenn man sie trifft. Ja. Don't shit. Okay. Oh, ich hab den. Oh ne, das war der Schleim. Oh, der Geist macht aber auch viel Schaden. Ah, okay, ich bin fast tot. Okay, das ist nicht gut. Nein. So zu sein ist nie gut. Sag mal, das ist ein Geist. Okay. Der will einfach nicht sterben. Das ist auch nicht gut. Nee. Oh. Versteck essen. Also ich hier runtergekommen. Oh, ich hab den Schleim gekriegt. Oh. Alles klar. Okay. Ich hab, glaube ich, eine. Ja, ich habe eine Solaressenz bekommen und die brauchen wir auch im Center. Da bekommt man die also her. Also das braucht echt lange, bis du so eingetötet hast, ne? Ja. Weil das so wenig Schaden nimmt und so weit weggeschleudert wird. Oh, 23 Uhr schon wieder. Goddammit. Ja. Könnte man die Zeit... Es zu
fliegt viel zu schnell vorbei. Mhm. Vor allem, Problem ist, ich bin wieder auf Stufe 54. Das heißt, eigentlich hätte ich in der nächsten Stufe einen Save Point. Aber ich habe natürlich wieder wenig Energie. Und nicht genügend Steine, dass ich mich schnell eine Triple bauen kann. Was ist 0 Uhr, verdammt. Nee, ich muss raus. Verstehe, verstehe. Ah ja, und wir sind wieder bei 30 Minuten, ja, also 35 Minuten. Morgen muss ich wieder alles gießen. Oh nein. Ja. Kannst du laut sagen? Oh nein. Oh nein. Nicht schon wieder alles gießen. Naja, ich weiß, ich weiß. Oh, Minenarbeiter Stufe 3. Spitzhacken effizient und Bergarbeiter leckerbissen. Oh, und Kämpfer Stufe 4. Kriegerring kann ich jetzt machen. Ja. Wetterbericht, morgen ganz Tag klar. Wahrsager sagt genervt und Leben vom Land sagt ja, im heißen Wasser baden, um die Müdigkeit loszuwerden. Oh, ich kann hopfen. Grüße, Enel. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sterntaler-Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch, wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sterntau-Umschau. Okay. So. Also ich habe eine Sternfrucht geerntet gerade. Und? Läuft's gut? 125 Energie, 56 Gesundheit. Also die ist echt nicht schlecht. Mhm. Tu die mal in deine Kiste rein. Ja. Oh, und dann wärst du es voll. Gut, dann halt eben nicht. Kommt sie doch einmal in die linke Kiste rein. So. Okay. Ich drücke mal ein paar Artefakte loswerden. Ja. Habe ich vielleicht noch irgendwo welche rumliegen? So. Auch gesammelt. Mais auch gesammelt. Hm. Oder kann man da weiter ernten? So. So. So, und so. Da hätte jemand gerne einen Amethyst, der sich über den Kamin hängt. Ich habe leider keine Amethysten mehr. Habe auch schon länger keinen mehr gefunden. Ja. Die und ihre Luxusprobleme. Ja.
Und zack. Ah, kein Wasser mehr. Soll ich deine Blumen auch gießen? Ja, wäre nicht schlecht. Gut. Ich habe vor, so viel Energie zu sparen wie möglich, dass ich das alles in der Mine machen kann. Ja. Verstehe. So, das haben wir. Dann habe ich das noch und das da. So. Na, das wird doch schon. Wird doch schon besser hier. Mhm. Ein Zug fährt durch das Sternteil. Oh, da muss ich jetzt mal oben hinschauen. Da muss ich jetzt hinschauen. Das ist jetzt interessant. Ich nehme die gefrorene Träne. Ich habe schon eine dabei. Ah, okay. Gut. Ja, aber du könntest eine Geode, eine gefrorene mitnehmen. Die habe ich noch nicht. Eine gefrorene Geode. Noch nicht dabei. Okay. Nehmen wir auch ein bisschen Holz, den ich kann Einmachsachen machen. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Holz, nee, und Stein. Gut. Oh, okay. Hm? Oh, das ist ein Minenzug, der hat gerade Geoden fallen lassen. Okay. Cool. Und wieso steht Abigail hier unten? Will ich reden. Okay. Vielleicht kam sie auch wegen des Zuges? Keine Ahnung. Also sie geht auf jeden Fall jetzt wieder, wenn der Zug weg ist. Ja. Vielleicht also steht sie auch auf Geoden. Sinn, was daraus gibt. So. Alles gegossen. Gut. Amethyst, sagtest du. Yep. Oh, die Quest, ja, ich glaube, ich müsste schauen, ob wir in Amethyst oder so noch was haben. Ich glaube nicht. Amethyst da. Kristallgeode habe ich abgegeben. Artapfel, Eichenharz, Wein, Hasenpfote. Ja. Wo braucht man die gefrorene Träne? War das nicht rechts noch? Ja, da war es, okay. Ja. Fehlt hier noch Feuerquarz. Aber da war die Slide-Lizenz. Okay, gut. Oh, Bündel komplett? Hey. Wir brauchen den Ding nicht. Hm? Ja. Kleiner Magnetring. Erhöht den Radius zum Aufnahme. Oh.
Und es wird was Neues freigeschalten. Der Safe ja. Oben rechts. Gut, dann gehe ich da mal nachschauen, was das bringt. Gleich. So, Bündel 5000. Oh, hier können wir Geld reinstecken. Bündel 2500. Bündel 5000. Das ist okay. Größtes Bündel 25.000. Bündel von 20.000. Das sind aber geldgierige. Yep. Ich will mal nachschauen, ob meine Spitzhacke, meine Axt fertig ist. Das war's. Ich gehe mal wieder wegen Fischen. Ja, mach das. Aber gehe ich jetzt nicht mehr in die Mine. Das lohnt sich nicht. Da komme ich keine 5 Level weiter runter. Ja. Ah, verdammt. Ja. Jo, ich bin der Schmied. Sehr schön für dich, du Schmied. Oh, ja, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.